Ich dachte, da kommt jetzt noch ein kleines Video. Das war jetzt unspektakulär. Herzlich willkommen zurück zu The Evil Within und ich glaube Kapitel 10 oder so. Macht das aus. Ich habe kein Spiegelbild. Oh mein Gott. Ah, nee, das ist ein Fotorahmen, oder? Alles klar. Weißt du Bescheid. Warum sollte man nicht noch tiefer gehen? War doch so lustig in der letzten Staffel. Kapitel meine ich. Ich bin durcheinander. Geräusche interessieren uns auch nicht. Die Bohne. Wir erwarten einfach nichts anderes mehr hier. Wir wollen einfach. Wie viele hast du getötet, Ruben? Meint er etwa Ruvik? Zahlen sind irrelevant. Sie haben bekommen, was sie gegeben haben. Und sie haben einem höheren Ziel gedient. Meine Forschungen vorangebracht. Das war nicht bloß Forschung. Das, was diesen Menschen zugefügt wurde, diese Fall, dieses Ungeziefer, diese Mikroben, sie sind mein und ich verfüge über sie. Mit einem hast du recht. Es war nicht bloß Forschung. Ich bin der Perfektion nah. Das ist abscheulich. Das ist mein Wille. Und das war Blasphemie. So ein bisschen. Gut, das. Wie hieß das Kapitel jetzt? Oh, die haben so lange geredet, dass ich das jetzt gar nicht sagen musste, aber wir haben rausgefunden. Kapitel 10. Das ist wunderprächtig. Wir haben noch ganze 5 vor uns. Ist ja voll super. Es tut mir leid, ich war jetzt gerade hier. Dass hier diese Räder sind, gefällt mir überhaupt nicht. Da vorne war ein. Dokument. Notiz aus dem Keller. Im Anwesen. Mir wurde von meine... Wir... Mir wurden meine Kinder genommen. Ist das von der Mutter vielleicht? War es Schicksal? War es... War er es? Mein Gott, ich kann aber auch heute nicht reden, muss ich sagen. Doch nicht mein perfekter Sohn. Es war das Feuer. Es hat alles zerstört. Alles fortgerissen. Die Kinder haben sich verändert. Und Ernesto auch. Er hat gesagt, er würde sich um sie kümmern, sie beschützen. Aber jetzt sagt er, sie sind weg. Wie kann das sein? Eine Mutter würde so etwas spüren. Ich höre immer noch die Stimme von meinem süßen Jungen, sein Lachen. Und immer aus dem Keller. Das kann nicht sein. Eine Mutter braucht ihre Kinder. Der hat seinen Sohn in den Keller gesperrt? Da wäre ich auch sauer. Gibt's ja nicht. Machen wir die Schublade auf. Ich muss mich noch ein bisschen genauer umschauen. Ich habe, glaube ich, ein paar... Oh, guck mal da. Lächelt mich da ganz nett an und ich sehe es nicht. Nicht wahr? Ich habe nämlich ganz viele Kartenfragmente übersehen, habe ich festgestellt. Okay, wir gehen erstmal... Wo ist die Tür? Hier rein? Wahrscheinlich ist wieder hier ein Tagebuch. Nicht? Nett. Kein Tagebuch. Ich möchte noch was lesen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das für Menschen anscheinend gedacht ist. Ich habe alles wieder vergessen. Ich habe ein paar Tage nicht reingeschaut, weil ich ja Folgen ja schon hatte. Mein Kopf. Der hat gegen die Tür gehämmert und nicht gegen deinen Kopf. Sebastiano. Ach, ich kann gar nicht runtergucken. Ist da noch irgendwas drin? Wer ist der Typ nebenan? Nee, der nicht. Macht euch was auf was gefasst. Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Was? Wer sind Sie? Es ist Hass. Hass. Ruviks Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Dachte ich mir. Er will heraus. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Diese Welt existiert so lange, wie er es tut. Haben Sie gerade etwas gehört? Nein.
Die ist auch nicht ganz koscher, oder? Die hat mir immer noch nicht ihren Namen gesagt. Chantal? Ja, was habe ich gesagt, ne? Hass. Erstmal brennen da die Typen da, die Hütte da nieder. Da der Schwester passiert irgendwas. Und dann später fährt er den auch noch in den Keller. Warum hat der Vater den in den Keller gesperrt, bitte? Zwei Tote bei Autounfall. Wohlhabender Grundbesitzer und Ehefrau kommen bei Autounfall ums Leben. Albtraum für Familie. Die Leichen von Ernesto und Beatrice Victoriano wurden im Wrack ihres Wagens gefunden. Sohn erbt Familienbesitz. Haben wir nicht im letzten Kapitel gesehen, dass der mit einem Messer vor seinen Eltern stand? Wieso reden die jetzt hier von einem Autounfall? Interesting. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich habe. Ich kann mal gucken. Ich würde mich nicht wundern, wenn hier jetzt hier irgendwo ruhig sitzt. Der kann mir ruhig mal die ganze Geschichte hier mal erklären. Dann können wir darüber reden und dann kann er sich ein bisschen auswandern bei der Schulter und dann können wir alle nach Hause gehen. Wie wäre es denn damit, hä? Ach so, ich bin die ganze Zeit hier auf der Seite. Wir gehen jetzt mal hier hin. Ich habe gar keinen Schlüssel. Schade. Wie sieht es denn meinen Waffen überhaupt aus? Ja, nehm mal. Besser alles mit. Alles voll. Ich hätte doch hier irgendwo da. Zwei. So. Okay. Dann habe ich nur noch diese Muni. Hier, alles klar. Gucken wir mal, ob wir nochmal irgendwas verbessern können. Ich hoffe, ihr könnt so ein... Schon wieder zu. So ein Rauschen oder so ein Brummen im Hintergrund nicht hören. Weil ich das Ladegerät an meinem Controller habe. Und dann habe ich das Gefühl, brummt immer... So, was? Boah, ich mag das nicht, so mit dem im Nacken zu sitzen. Ich wollte gerade sagen, komme ich nicht rein. 11.000 haben wir wieder zusammengesammelt. Boah, jedes Mal die Nadeln sich reinrammen lassen. Boah. Wir haben ja letztens festgestellt, dass diese Harpunenbolzen jetzt 50.000... Hätte ich das vorher gewusst, dann... Ja gut, okay, jetzt sind sie wenigstens stärker. Brauche ich das? Na komm, damit es ein bisschen schneller geht. So. Okay, und wieder zurück. Hat ja noch gar nicht angefangen, nicht? Wir sind gespannt, was da auf mich zukommt. Wahrscheinlich nur Blödsinn. Dein Lämpchen an. Nicht, dass hier irgendwo eine Falle ist. Nicht, dass hier irgendwo eine Statue ist, die ich schon wieder verpasse. Und ich schwöre, ne, wenn irgendeiner von diesen Dicken wiederkommt, ne, oder die Tuse, die wir verbrannt haben, dann spiele ich nicht mehr weiter. Die fand ich nämlich ätzend. Hier ist überall Blut. Haben wir hier noch irgendwas versteckt? Nope. Da ist eine Falle.
kann ich gar nicht entschärfen, sehe ich gerade. Doch. Ziemlich tief in der Wand verpackt. Wir gehen mal langsam. Sicher ist sicher. Da liegt irgendwas. Das sind doch alles Fallen hier. Ich gehe erst hier rein. Was soll passieren? Ah. Sie steht mit dem Rücken zu mir. Ist ja creepy. Soll ich nochmal zurückgehen? Ich habe gar nicht gespeichert. Ich gehe mal zurück. Ich hoffe, das geht noch. Ja, das sollte noch gehen. Ich kann das ja für euch mal rausschneiden, damit ihr euch das nicht nochmal angucken müsst. Ich wollte einmal gucken, was mit dem spinnt. Und ich wollte nochmal speichern. Wir sehen uns dann gleich. So, und wir sind zurück. Ich habe einen Spind geöffnet. Da hängt doch was, oder? Nee, der steht irgendwo drin. Mit vier Bolzen, die... Ja. Hier so gar nichts bringen, weil ich die nicht mitnehmen kann, weil das zu viel ist. Ach so, nee, das ist... Das sind nur Puppen. Oh, das hört sich nicht gut an. Jetzt sag nicht, das ist dieser eine Typ da. Zu dunkel. Wenn ja. Kontrollpunkt? Ne, warte mal. Wenn hier ein Kontrollpunkt ist, dann gehe ich besser mal. Boah, wieso muss ich hinter mir die Tür schließen? Das sieht aus wie eine Arena. Da kommt nicht hier hin. Geh weg. Was ist das denn da, dieses rote Licht? Du da! Ich habe eine Flasche geworfen, du Idiot! Bleib doch mal stehen, bitte. Okay. It's the first one. Was sind das? Diese... Seht ihr das? Gut. Schleichen mal ein bisschen. Die habe ich gar nicht gesehen im Dunkeln. Das ist ja gemein. Ich wäre auf jeden Fall verreckt, wenn der hier weitergelaufen wäre. Was ist das hier? Einfach nur ein Licht, oder was? Deswegen ist der da nicht lang gegangen. Und da vorne ist noch so ein Teil.
Hier hinten ist nichts mehr. Wow, das geht gut. Schieben ihn mal weg. Sind da hinten welche? Wo guckst du bitte hin? Ach nee. Wir machen mal nochmal das Licht aus. Wow! Scheiße! Ich brauche Deckung! Ich brauche Deckung, das dann bringt dir jetzt gar nichts mehr. Hä? Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Das ist ja... Wer hat mich denn da bitte gesehen? Sag mir das doch mal. Kann ich da unbemerkt da durch? Das würde mich jetzt mal sehr interessieren. First door. Here comes the second one. Ach komm, wir... erledigen den wieder so. Ich will die Teile mitnehmen. Ach so, ich sollte vielleicht. Aber wo sitzt er denn dann? Da oben irgendwo, ja? Okay. Hier kann ich ja noch mit Licht durchlatschen. Okay. So, das hätten wir schon mal. Ah, und er hat jetzt auch mal ein bisschen Gel fallen lassen. Machen wir das Licht aus. Der sieht mich auf jeden Fall. Scheiße, ich brauche Deckung. Oder was war das hier? Okay, das wollte der mir zeigen. Ich sollte mal zwischendurch mal darauf achten. Ein Karussell ist das. Where are you? Drecksack, wenn du mich schon siehst. Hey, der wirft irgendwas, oder? Huh. Oder hängt der da drin? Nee.